Servus, mein lieber Mike. Grüß dich, liebe Zuschauer. Grüß euch. Thomas, sei herzlich gegrüßt, wie immer, und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer. Liebe Leute, kurze Erklärung. Ist ein bisschen holprig bei meinem Kanal jetzt. YouTube musste ich ja alles löschen. Die Salongespräche der vergangenen eineinhalb Jahre sind auf Odyssey. Wer es nochmal nachschauen möchte, ich kann jetzt die nicht alle wieder auf YouTube hochladen. Und bitte um Verzeihung, wenn da ein bisschen jetzt kontinuierlich ist es bei Mike, ja, auf dem Kanal. Das heißt nicht, er sollte alle zu Mike gehen. Doch, könnt ihr machen. Aber nur zur Erklärung, falls ihr die Playlists und so weiter ein bisschen vermisst, das war ja schön auf YouTube, aber wenn der Kanal hochgefährdet ist, dann muss ich darauf verzichten und das Opfer bringen, das alles erstmal runterzunehmen, damit der Kanal überlebt. Nur zur Erklärung, falls sich der eine oder andere fragt, wo sind denn die vergangenen Gespräche? Die findet ihr auch alle wirklich, sind da alle drauf? Bei mir sind noch alle da, noch ja. Noch ja. Ja. Und Mike, ich bin gerade so in der Phase, muss ich mal sagen, jetzt als Videomacher und Livestreamer, wo ich gemerkt habe, jetzt versuche ich da auch ein bisschen was dafür zu tun oder darauf zu reagieren. Der Druck steigt ja ständig, seitdem wir das machen und schon vorher, ja, wenn man so will. Und die Leute zieht es ganz schön runter. Ja, und da versuchen wir auch ein bisschen mit Unterhaltung und so weiter dagegen zu steuern. Mir ist nur einfach nochmal so ein äußerliches Ding aufgefallen, habe ich gestern auch ein Video dazu gemacht, was für Gestalten, man kann es nicht mehr anders, ich will niemanden beleidigen, aber was für Gestalten da in diesem neuen Bundestag, allein das Bundestagspräsidium, ja, es geht mir gar nicht darum, wie die jetzt politisch, sondern allein das Äußere, wie die sich selber über ihre Kleidung, über ihre Körperhaltung und über Aussehen definieren, ja, ich will jetzt hier niemanden so nahe treten und Bodyshaming, darum geht es gar nicht, aber wenn ich überlege, die haben wirklich genug Geld, um sich wirklich gute, stilvolle Klamotten zu kaufen. Das tun sie einfach nicht. Ja. Ich empfinde das wirklich, vielleicht bin ich da übertrieben, auch als eine Beleidigung meines Ästhetikgefühls, ja, mal ganz ehrlich. Ja. Also ich finde, das gehört dazu. Ja. Ich finde, man kann der eine oder andere sagen, das ist oberflächlich. Ja. Aber das ist nun mal der erste Eindruck, den du hast, wenn du jemanden siehst, bevor er den Mund aufmacht. Ja, also klar, Kleider machen Leute, gibt's das Sprichwort. Ich mache das jetzt nicht so sehr daran fest, aber ich gebe dir insoweit recht, dass da schon teilweise Paradiesvögel rumspringen, die, wenn sie dann in ihrem paradiesischen Aussehen wenigstens rational vernünftige Wörter, Sätze formulieren können und eine Agenda hinter sich hätten, wo man sagt, okay, der ist trotzdem vernünftig. Da kann man mitgehen. Da ist Vernunft, gottgegebene Vernunft hinter. Dann sage ich, okay, lass ihn aussehen, wie er will. Hauptsache, sein Geist ist klar. Ne? Aber die Kombination ist natürlich irgendwie tödlich. Ja, nämlich, es wird nur verdeutlicht. Ja, also richtig. Um jeden Preis darzustellen. Aber für mich wird immer deutlicher, eigentlich wiederholte ich mich jetzt hier mit dem Begriff deutlicher. Ja. Es ist einfach deutlich zu sehen, dass wir mit Menschen zu tun haben, die, so wie ich das aus meiner Sicht sehe, bewusst hingestellt werden, um Menschen wach zu machen. Wirklich, es ist so negativ, die Dinge auch noch scheinen, die uns hier tangieren, die uns von den Menschen vorgelebt werden und aufdiktiert werden, mehr oder weniger. Trotzdem ist das aus meiner Sicht ein Film. Wenn wir mal kurz die Logik zusammenfügen, die wir in unseren Salongesprächen die ganze Zeit als Faden durchlaufen haben, dann ist doch für diejenigen, denen schon klar ist, dass das Weltwirtschaftssystem, das politische System, weltumspannt, einer höheren Kontrolle unterliegt. Mhm. Also für die Menschen, die damit d'accord sind, ist jetzt meine These nochmal aufzurollen, gibt es drei wesentliche Faktoren. Würden die uns immer noch oder die uns kontrollieren, immer noch die absolute Souveränität und Macht haben. Über uns, ja.
dann würde vieles von dem, was hier läuft, anders laufen. Souveräner. Vielfreier. Das ist nicht souverän. Mhm. Ja? Mhm. Weil es sind viel zu viele Widersprüche da, die auch im Mainstream durch die eigenen Protagonisten, praktisch durch sie selbst, richtig, in die Welt getragen, mhm, werden. Nicht durch alternative Medien, mhm, alleine. Mhm. Die Widersprüche, die man aufrollen kann in den letzten Monaten, substanziell, aber auch schon in der Vergangenheit. Nur jetzt eben, wie gesagt, noch viel deutlicher. Deutlicher als jemals zuvor, genau. So, und, mhm, jetzt wissen wir doch, oder glauben zu wissen, und das ist auch von den Protagonisten, wie ein Schwab, Klaus Schwab, erklärt, dass ein New Reset geplant ist. Ja? Das ist ja deutlich propagiert worden, mhm, auf der politischen Seite. Wurde auch von Merkel, neue Weltordnung, wurde überall erwähnt. So, ja. Jetzt kann man sich vorstellen und sagen, okay, wenn Sie uns also jetzt solche irrsinnigen Dinge vorführen, dann könnte man annehmen und sagen, gut, es wäre eine Logik zu sagen, das machen Sie, um uns dann aus diesem Irrsinn scheinbar wieder zu befreien. Ja. Und wir dankbar sind. Ja. Genau, das müssten dann aber ganz andere sein als die, die wir jetzt sehen. Darum sage ich immer, wir sehen ein Schauspiel. Die ganzen Darsteller, die wir jetzt sehen, müssten dann verschwinden, weil die ja dafür zuständig waren, dass wir in diesen Irrsinn, mhm, kamen. Das wäre, mhm, ja dann die Logik. Mhm. Weil es wäre unlogisch, diese Menschen dann darzustellen als Retter. Richtig. Weil das können sie für uns das nicht mehr sein. Sie nicht, können sie nicht mehr werden, genau. Aber, mhm, das können sie nicht nur für uns nicht sein, die wir die Sache vielleicht schon aus einer höheren Perspektive betrachten, sondern selbst für den normalen, sagen wir mal, noch Gläubigen. Der erfährt doch täglich immer wieder neuen Irrsinn. Ob er damit d'accord ist oder nicht, lassen wir mal im Raum stehen, mhm, aber er kriegt das doch mit. Der normale Mensch, der sich nicht weiter informiert, kriegt doch mit, dass jetzt im Mainstream gesagt wird, ja, es könnte sein, dass wir im Winter einen totalen Blackout haben. Nicht ein Stromausfall, der mal für ein paar Stunden da ist, sondern ein Blackout, vielleicht für Tage oder Wochen. Wenn man nicht weiß, wie schnell das System wieder hochgefahren, mhm, werden kann, wenn es erstmal richtig unten ist, mhm, also das Energiesystem, Electric etc. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, das ist ja erklärt im Mainstream. Ja, mit Tipps, wie man sich vorbereitet, so, mittlerweile. Also, ja, parallel dazu sieht doch auch jeder, ohne dass er sich alternativ informieren muss, dass dieses System also krank sein muss. Wenn wir uns in Jahrzehnten weiterentwickelt haben, angeblich in der Technologie, mhm, im Fortschritt, mhm, dann heißt das doch, dass die ganze Industrie, die jetzt darauf basiert, wie die Politik scheinbar nach außen möchte, dass wir versorgt werden, energetisch, mhm, stromtechnisch, mhm, ja, mhm, dass dieses System krank ist. Dass wir uns also nicht entwickelt haben, sondern rückwärts wenn, im besten Fall, ja. Mhm, das ist ja dann klar. Wenn also so ein Mensch das dann auch noch erlebt, nicht nur hört, sondern jetzt wirklich mal ein paar Tage ohne Strom da sitzt und kein Essen mehr im, mhm, Vorrat hat, mhm, und es unter Umständen auch keine Lieferketten mehr gibt, weil, mhm, die komplett zerfallen würden, wie offensichtlich soll es denn noch sein, dass ein System völlig krank ist? Und das heißt, der normale Durchschnittsmensch, der sich nie mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat oder wenn er sie gehört hat, dann als das abtut und sagt, ja, das sind alles irre. Blackout gibt's doch nicht. Die Handelsketten können doch nicht, mhm, zusammenbrechen. Die Globalisierung ist doch toll. Mhm. Der also dem Narrativ der Politik, was wir ja in den Jahrzehnten bis heute immer noch vorgekaut bekommen, glaubt. Der müsste ja spätestens dann in dem Moment hautnah erfahren, dass er jetzt nicht mehr drumherum kommt. Er kann einfach nicht mehr in sich selber sagen, es ist alles gut. Weil es ist nicht mehr alles gut, wenn du an diesen Punkt angekommen bist. Damit will ich diesen Punkt nicht raufbeschwören. Aber darauf läuft es doch letztlich hin, insoweit, wie man uns vorinformiert. Das erzeugt auch bei den Menschen, die schon ein bisschen mehr darauf achten und sich bewusster werden, ein gewisses Maß an Angst. Mhm.
Ich habe aber da einen Einwand. Bitte. Das ist mein Reden. Ja? Ich habe immer gesagt, das muss noch viel, viel schlimmer werden, Leute. Das ist alles, ich will das auch nicht, aber damit noch wirklich Leute irgendwie dann wirklich, so wie du sagst, feststellen, da ist doch irgendwas, stimmt doch irgendwas nicht oder mehr, ja, an Erkenntnissen oder an Wissensgewinn haben. Ich weiß nicht, ob man es genau vergleichen kann, aber ich nehme jetzt mal die Kriegszeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Ja, das war, wollen wir jetzt mal die Zeit nicht mit der heutigen Zeit jetzt politisch vergleichen, obwohl es jetzt so weit auseinander auch nicht mehr ist, wenn ich mir vorstelle, wie die Leute gespalten werden und so weiter. Was ich sagen will, ist, es gab noch genug Deutsche damals, die 1944 und 1945, also wo dann wirklich auch sichtbar die Städte zerbombt waren, wo jeden Tag die Todesanzeigen in den Zeitungen von den gefallenen Soldaten, wo die Familien ohne Männer dastehen und die sich ja untereinander auch, und ja, der ist jetzt auch gefallen und was weiß ich, von der Nachbarin und so, der Mann. Es gab keinen Aufstand. Bis zum Schluss. Guck mal, Thomas, erstens, gut, dass du das erwähnst, aber ich wollte ja dahin, die Erklärung weiterzuführen. Ja? Ich war ja nicht am Ende. Okay, ja, gehen wir noch weiter. Da gehen wir dann nochmal hin. Aber ich gehe erstmal darauf ein, was du gerade sagst. Wunderbar. Schau mal, die Beispiele, die wir bringen jetzt, oder du bringst, aus der Vergangenheit, kannst du nicht vergleichen mit der Jetztzeit. Weil wir sind jetzt in einem verdeckten Krieg. Damals war es ein offensichtlicher Krieg. Mhm. Mit einer Propaganda, wo der Mainstream völlig unter Kontrolle war und du hattest keine alternativen Informationsquellen. Oder unter Höchststrafe den Engländer gehört, der allerdings auch nicht objektiv war, natürlich. Ja? Wenn du das jetzt, wenn du es wieder aus dem Narrativ des, sagen wir mal, Gläubigen denkst, dann wäre der Einwand gut. Wenn du aber aus der Sichtweise des Adlerblicks schaust, dann weißt du, dass das doch auch alles fingiert war. Propaganda, genau. Egal, wo der Propagandaautomat stand, ob es in England war, was zu uns rüberkam, oder in den USA oder in Deutschland, das war ja gewollt. Das ist ja ein globales Konzept gewesen. Du hattest also damals als Mensch keine Alternative eigentlich, ja. Keine Alternative. Und die paar, die dann durchgeblickt haben, die das verstanden haben, sind so verschwindend wenige gewesen, die sich gar nicht artikulieren konnten in der breiten Masse, weil sie kein Sprachrohr hatten. Gut, sehr gute Erklärung, nehme ich an. Ja, okay. Stimmt. So, aber worauf ich eigentlich hinweisen wollte in dem, was ich bisher gesagt habe, damit bin ich ja nicht am Ende der Kette. Ich wollte darauf hinweisen, dass wenn jetzt also das, was wir jetzt hier deutlich erkennen, tatsächlich weiter fortgeführt wird, wenn es zu einem Blackout kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dass es passieren muss, aber natürlich kann es passieren. Ich will hier nicht behaupten, die absolute Wahrheit zu kennen. Ja? Aber nehmen wir mal an, es würde dazu kommen. Dann sind das doch alles Maßnahmen, die den Narrativ schaden, der Politik und dem gesamten Konzept dieser dieses weltumspannenden System. Das würde das total einbremsen, ja. Ja, es alles, was passiert, widerspricht dem, dass die Menschen sagen, toll, dass wir solche Politiker haben, toll, dass sie uns hier in diese Situation führen. Weil alles, was sie jetzt getan haben, allein nur in den letzten 2 Jahren, und da wiederhole ich mich jetzt auch wieder, es war vorher auch schon offensichtlich, Jahre zuvor, Jahrzehnte zuvor, aber für die wenigsten. Jetzt ist es doch aber immer offensichtlicher. Ja, das ist jetzt eine Wiederholung von mir. Aber weiterführend, wenn du siehst, dass all diese Maßnahmen, die hier ergriffen wurden und die noch ergriffen werden und die angekündigt werden, sind doch für das Narrativ tödlich. Gift, genau. Du musst also wirklich als Mensch so tief in einem Sklavendenken sein, dass du deinen eigenen Verstand, wahre Vernunft, völlig aufgegeben hast. Und egal, wo dich das Narrativ der Politik, der Wirtschaft hinführt, du immer hinterher tappelst und sagst, naja, anders geht's nicht. Egal, selbst wenn du nachher jeden Winter frieren würdest und, weiß ich nicht, 5 Euro Holz, pro Liter Sprit Holz zahlst, holen musst und auf der Straße dir ein Lagerfeuer machst. Ja, also wie weit sollst du denn als Mensch noch sinken, um zu begreifen, was da geschieht?
Darauf will ich hinaus. Es müsste doch ein Punkt kommen, wo das ist komplett gedreht wird. Genau das ist die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Wo ist dieser Punkt? Siehst du, und da ist es. Wenn Sie uns also immer weiter in einen Abgrund führen, was hier für uns deutlich zu sehen ist. Passiert, genau. Also da hast du keinen Widerspruch. Das ist für dich genauso deutlich. Okay. Gut, ich gehe davon aus, dass der Großteil der Menschen, die uns zuschauen, das genauso empfinden, mit ihrem Verständnis. Dann sehen wir also, dass dort keine Option angezeigt werden, wo man mit Freude sagen kann, toll, dass die gewählt sind. Toll, dass wir jetzt eine neue Konstellation haben. Die führen uns in eine bessere Welt. Vorgestern lief auf ARD ein verheerender Bericht über Elektroautos. Über die Batterien, ja. Das im ARD. Phoenix gibt es das nochmal zu sehen. Die das eigentlich immer sehr propagiert haben. Ja, da kann man, können wir auch einen Link, wenn da Menschen sind, die das noch nicht gesehen haben, können wir den Link reinpacken. Auf unser Video meine ich. In die Beschreibung, ja. Genau. Also, das dürfte zum Beispiel gar nicht geschehen. Dass das geschieht, ist schon wieder fraglich. Warum wird das angezeigt? Aber worauf ich hinaus will ist, wenn wir also sehen, dass das Narrativ immer mehr in einen Keller uns manövriert, wirtschaftlich, finanziell etc., ist doch nur Negativität da. Dann brauchst du den Punkt, wo du sagst, so jetzt machen wir alles wieder besser. Und der Punkt würde dazu führen, dass die, die uns in dieses Loch geführt haben, nicht mehr da sein dürfen. Darauf will ich hinaus. Das wäre eine Logik, wenn also das Narrativ derer, die uns kontrollieren, so gestrickt ist, dass sie bewusst ihre Protagonisten opfern, sie vorne hinstellen, andere aus der Schusslinie nehmen und neue hinstellen, die dann als die Dummmeier dastehen, ja? Sodass du dann mit einer Garnison neuer kommen kannst und sagst, wir machen das alles besser. Dann bist du in der sogenannten Honigfalle, die immer wieder propagiert wird und auch zu Recht unserer Logik, sagen wir mal zumindest in der Überwachung, als Substanz vorhanden sein. Ja klar, so. Wäre eine Variante, ja. Also, das wäre die Variante. Aber dagegen spricht immer wieder, dass dieser ganze Zeitzyklus, den Sie hier haben, wo dieser ganze Irrsinn passiert, immer mehr Menschen wach macht, die dann natürlich auch mehr Souveränität haben, eine Honigfalle zu durchblicken. Weil das, was ich schon so oft in unseren Salongesprächen gesagt habe, das Übel, was Sie uns materiell als Basis verkaufen, ist das Geldsystem. Da ist schon der erste Punkt, wo man verstehen muss, das muss völlig anders konstruiert sein und auch nicht mit digitalem Geld. Weil das digitale Geld ist genauso eine Illusion. Auf jeden Fall, sehe ich genauso, ja. Ja, ich habe das in vielen Salongesprächen schon thematisiert, das will ich jetzt nicht nochmal hier tun. Also wir erkennen an bestimmten fundamentalen Grundsätzen sehr schnell, ob es eine Honigfalle ist oder nicht. Das heißt, für die, die wacher geworden sind und der Umstand, in den sie uns bringen, sorgt dafür, dass immer mehr Menschen wach werden. Also wäre es cleverer gewesen, uns auch in eine Honigfalle zu holen, aber ohne dabei Hunderttausende und Millionen wach zu machen. Ganz genau, das hätte man vermeiden können. Das hätte man hundertprozentig vermieden, meiner Überzeugung nach, wenn man dann noch an der obersten Stelle der Pyramide die Machtstruktur unter Kontrolle hätte. Also die Mächtigen der Mächtigen wirklich noch da wären. Und das ist ja meine Überzeugung anhand dessen, was ich erlebe und sehe, dass es eben nicht der Fall ist. Das heißt aber nicht für mich, dass wir Menschen nicht wach bleiben sollen und wacher werden sollen, immer wacher. Weil immer noch prozentual die Wahrscheinlichkeit nicht von der Hand zu reiben ist, dass es auch eine Honigfalle werden könnte. Und das sind wieder wir. Das ist jeder von uns gefordert, in seiner Souveränität sich weiter zu entfalten. Aus der Verwicklung raus. Sich entwickeln.
Und da kann ich nur wieder anfügen, geistig, spirituell bedeutet ja letztlich geistig, ja? Nicht verspinnert, sondern geistig zu wachsen, sich wieder mit der eigentlichen, gottgegebenen Vernunft zu befassen, aus dem Irrsinn hervorzutreten, aus dem Blickwinkel der höheren Sicht die Dinge zu betrachten, haben wir auch als Faden durch unsere Salongespräche immer wieder. Und dann zu sagen, okay, was ist für mich denn wirklich entscheidend in dieser Welt? Und wenn ich sage, diese Welt, dann sollten wir uns auch vor Augen halten, was wir unter dem Begriff Welt definieren. Weil ich definiere Welt nicht gleich mit Erde. Mhm. Unser Planet, auf dem wir leben. Und die gesamte Natur, die diesen Planeten ausmacht. Alles Leben, was dieser Planet uns offeriert. Ich bleibe jetzt mal einfach nur in dem Offensichtlichen, gehe nicht in den Mikro- und Makrokosmos, sondern bleib einfach mal bei dem Offensichtlichen. Ja. Alles, was wir sehen, die Natur, ist nicht Welt. Die Welt, definiere ich, ist das, was wir glauben, als System zu sehen, als Welt. Wie uns das System die Welt verkauft. Wie uns die Politik die Welt verkauft. Und auch erklärt und so. Wie uns die Wissenschaft die Welt verkauft. Mhm. Die Pharmazie, alles das, was eigentlich im Konstrukt eins ist, in dem System zusammengehört, das ist die Welt. Und das ist eine Illusion. Mhm. Ich spür's gerade, ich weiß genau jetzt, was du meinst. Ja? Mhm. Diese Illusion können wir verändern. Weil du kannst alles, was jemals von Menschen erdacht wurde, erschaffen wurde, im wissenschaftlichen Bereich erkannt wurde, kannst du so oder so nutzen. Du kannst die Errungenschaften der menschlich-geistigen Fähigkeit von Anbeginn, wo Menschen etwas erkannt haben, überprüfen und sagen, ist es im Konsens mit der Natur? Sind wir hier auf einem schöpferischen Weg, wo wir mit der Natur im Einklang leben und erkennen die unglaubliche Fülle, die uns die Natur, der Planet, das Leben bietet. Und erkennen deutlich an einem Beispiel, wie zum, sagen wir mal, einen Baum. Ja? Ein Apfelbaum. Mhm. Der bringt jetzt so und so viel Äpfel hervor bei einer Saison. Jetzt hat jeder Apfel so und so viel Kerne. Ich weiß nicht wie viel, aber sagen wir mal nur 5. Mhm. Jeder einzelne Kern hat die Kraft, einen ganzen Baum zu geben. Wenn du das hochrechnest bei einem Apfelbaum, alle Kerne, würdest die zerstreut pflanzen. Überleg mal, was aus einem Baum an Fülle, an neuen Bäumen entsteht, wie viel Äpfel du dann wieder hättest, wie viel Kerne, was das für eine extreme Vervielfältigung ist. Das ist die Idee des Lebens, der Lebensbaum. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Fülle, die haben wir im gesamten Universum und auch auf unserem Planeten. Aber diese Fülle ist bewusst von denen, die uns kontrolliert wurden, die uns kontrolliert haben, verändert worden zum Mangel. Sie haben das Saatgut so gestrickt, dass du, wenn du als Bauer das Saatgut kaufst, von der Pharmaindustrie, du einmal säst und einmal erntest, aber die Frucht hat nicht mehr Kerne, keine die, Samen, ja, die dann wieder von sich aus die Vielfalt erzeugt. Verstehst du? Da siehst du schon. Nur an diesem Beispiel. Und so ist das gesamte System aufgebaut. Unser System basiert auf Mangel. Und was machen sie jetzt in der Zeit? Sie führen uns den Mangel noch deutlicher vor als je zuvor. Ohne dass ein physischer Krieg oder eine Naturkatastrophe entstanden ist, die ein Ausmaß hätte, die das rechtfertigen würde. Also es wird uns doch mehr als oberdeutlich gezeigt, dass man uns in einem Mangel bewusstermaßen hält. Die Verteuerungsrate, die jetzt stattfindet, der Mangel, dass du siehst, die Handelsketten brechen zusammen. All das sind doch Hinweise, wo du wieder erkennst, das ganze globale System ist schlecht, so wie es konstruiert ist.
Also du siehst an allen Ecken und Enden, wie das System sich selber offenbart. Anhand der Politiker, wie wir das System, wie wir das Gespräch heute begonnen haben, sorry. Ja. Da hast du praktisch den Leitfaden eingeworfen, zu sagen, was sind das für Figuren? Genau. Wie offensichtlich dann noch? Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir von den Figuren in dem ganzen System sind und uns darüber unterhalten. Du siehst also, dass du an allen Stellen, Ecken und Enden darauf hingewiesen wirst, wenn du wach bist, einigermaßen, dass dieses System sich selbst offenbart. Sagen wir mal so, ich weiß, das ist, das sage ich jetzt auch wirklich nicht zum allerersten Mal, um Gottes Willen, aber weißt du, Mike und liebe Zuschauer, manchmal, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, als konkretes Beispiel, ja, irgendjemand, der mit der Politik nichts zu tun hat, hört, dass die Grünen sagen, ich gehe jetzt mal ganz in die konkrete Geschichte, die Grünen sagen, also Atom und Kohle geht gar nicht, gehen gar nicht, aber es geht auch kein Gas. Ja, wir wollen kein Nord Stream und wir wollen das alles nicht. Ja, wenn du dir dann Kurven ansiehst von Stromproduktionen, wer welche Stromerzeugnisart ihren Anteil hat, da ist Atom und Kohle natürlich ganz weit vorne bei uns momentan noch. Wasser und Sonne ist, also nicht Wasser, sondern Wind und Sonne ist sowas von verschwindend gering. Das kriegst du auch nicht hin, wenn du die ganze Republik zupflastert. Das müsste für jeden offensichtlich sein, dass man fragt, ich habe dazu ein Video gemacht, ich habe da auch gefragt, die Grünen glauben wirklich, der Strom kommt aus der Steckdose, scheinbar. Ja? Weil dann muss jeder vernimmt, dann muss jedes Kind fragen, wo soll denn, liebe Grünen, wo soll der Strom herkommen? Thomas, ich gebe dir völlig recht, dieses Beispiel hat volle Berechtigung, aber wir können viele endlose weitere Beispiele bringen. Entschuldige, aber dass da nicht mehr Leute sagen, das spinnt ihr? Das meine ich ja. Dass wir die Beispiele bringen, wo die Menschen eigentlich sagen sollten, was ist denn hier los? Das siehst du doch an dem Narrativ von der Krankheit, die wir haben. Ja. Angeblich. Ja, ja, genau. Das stimmt doch vorne und hinten, ja. Stimmt doch da nicht zusammen. Von der Maske angefangen, die du dir aufsetzt, obwohl dir klar sein muss, dass diese Maske dir nur schaden kann, dir nichts Positives bringt, kann nichts verhindern. Es verhindert nur, dass du mehr Sauerstoff einatmest und erhöht das Risiko, dass du mehr Stickstoff einatmest. Das ist eine Logik, da muss ich nicht besonders clever sein. Wenn ich nicht verstanden habe, dass eine Photosynthese existiert in dieser Welt und CO2-Gehalt nötig ist, damit Wälder überhaupt existieren können, dass uns diese Wälder aber gleichzeitig Sauerstoff liefern, dadurch, dass sie mit CO2 gespeist werden. Dass es also ein kontinuierlicher, natürlicher Kreislauf Wechsel ist, genau. Dass man uns erzählt, wie ein Klimawandel vorherzusehen ist. Ein Klimawandel, der überhaupt nicht kontrollierbar ist von uns Menschen, geschweige denn überhaupt in Ansatz, auch nur zu wissen, wann irgendwas wie passiert. Das kann sich alles sekündlich ändern. Nur ein Beispiel, wenn ein paar Vulkane mehr ausbrechen, öfter ausbrechen, genau. Ändert sich alle Hochrechnungen, die sie je gemacht haben. Kannst alle wegschmeißen, ja. Wenn irgendwo Erdbeben entstehen und Tsunamiwellen sich entwickeln sollten, alles Dinge, die keiner vorhersagen kann. Den Gedanken, die Natur kontrollieren zu wollen, ist einfach pervers, ist satanisch. Das System ist satanisch, völlig konfus. Und Menschen, die das noch nicht begreifen, den kannst du auf dem normalen Weg nicht helfen, wenn sie nicht von sich selber sich öffnen. Brauchst du gar nicht probieren. So, also wir sind aber nun mal in dieser Phase. Das ist Realität. Wir sind in der Phase, wo immer mehr Menschen wach werden und einige nicht wach werden wollen und nicht wach werden können. Die einen sind wirklich beschränkt in ihrer Wahrnehmung, weil sie vielleicht krankheitsbedingt ihre Synapsen nicht funktionieren. Das gibt es ja alles, Geisteskrankheiten, die auch auf unser Gehirn letztlich wirken. Und andere Menschen, die einfach in ihrem Narrativ stecken und sagen, nee, da will ich nicht raus. Ich halte hier einfach fest. Ja, genau. Alles andere ist mir zu unsicher. Auch wenn hier das Schiff langsam untergeht, das scheint mir noch einigermaßen da, wenn ich rausspringe, springe ich ins Wasser, da ist nichts. Gehen Sie im kalten Wasser unter. Das heißt, damit sollten wir als diejenigen, die schon ein bisschen wacher sind, jetzt klarkommen.
Das soll unsere Souveränität stärken. Wir werden trotzdem mehr, täglich. Ja. Wie viel, weiß ich nicht. Aber es werden täglich mehr. Und der Punkt ist entscheidend. Wir haben über Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte und Jahrtausende uns immer mehr einschläfern lassen, wir Menschen, von denen, die schlauer anscheinend waren als wir, aber uns benutzen als ihre Sklaven, ja, wenn du so willst, Arbeitsnutztiere, ja, wie auch immer man das bezeichnen will. Und jetzt sind wir an dem Punkt, seit einiger Zeit wacher zu werden. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Auch die Energien, die uns dabei hilfreich sind, die wirken auf uns. Wenn ich also hier, oder bevor ich jetzt nochmal darauf eingehe, Energien und der Wechsel, auf den wir uns zubewegen, der sich immer weiterentwickelt, möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen. Der ist für mich wichtig zu sehen, was gerade auch in den alternativen Medien berichtet wird. Ja, weil ich öfter höre, ja, jetzt offenbart sich das System insoweit, dass sie nicht mehr klarkommen, also die Politiker nicht mehr klarkommen mit dem Problem, dass die Handelsketten zerbrechen, dass das Geldsystem scheinbar nicht richtig funktioniert, nicht mehr richtig funktioniert und, und. Wenn man so denkt, hat man nicht verstanden, aus meiner Sicht, dass es natürlich von denen kontrolliert läuft, aber nicht mehr mit der Kontrolle, die sie früher mal hatten, sondern sie folgen ihrer Agenda. Der Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems war ja von vornherein geplant, damit sie ein Reset machen können. Nur eben über einen längeren Zeitraum gestretched, wo sie nicht unter den Drang und den Druck kam, den sie jetzt haben. Das unterstützt ja auch wieder meine These, dass ein Trump und die, die hinter ihnen stehen, notwendig waren, um dieses System weiter ihrer Kontrolle zu entziehen. Ja? Diese Kontrolle ist eben nicht mehr da. Dadurch sehen wir, dass die Dinge, die jetzt geschehen, von denen erdacht war, die uns kontrolliert haben. Aber das Zeitfenster ist jetzt zu eng. Ja, es geht viel zu schnell. Und das können wir natürlich jetzt alle sehen. Und dadurch wird die Offensichtlichkeit des Irrsinns und die Schwäche des Systems bzw. der Politik deutlich. Weil es gibt keine Begründung, dass man sagen kann, ja, warum brechen denn jetzt die Handelsketten zusammen? Warum ist denn jetzt auf einmal Not am Mann? Weil Containerschiffe nicht in den Hafen können? Warum können Containerschiffe nicht mehr in den Hafen? Konnten sie doch früher auch. Sind die Arbeiter nicht mehr da? Was ist der Grund dafür? Warum brechen Handelsketten zusammen? Warum erzählt man uns, bricht denn jetzt auf einmal das Stromnetz zusammen? All diese Dinge, die da geschehen, da gibt es doch keine richtige Argumentation für, die das logisch aufbauen. Wenn wir aber das Narrativ folgen und sagen, sie hatten vor, uns über einen Zeitraum von ein paar Jahren diese Krankheit noch viel stärker als tatsächliche Krankheit zu verkaufen, wo auch dann dementsprechende Wirkung stattfindet, dann kommst du nach langer Zeit mit einer Impfung. Da sind aber dann schon Jahre vergangen. Da ist das System von sich aus natürlich irgendwann an einem Punkt, wo es zerbricht. Aber dann hat ein Politiker keine Schuld. Dann wäre die Krankheit schuld. Ja. Bei dem, was jetzt aber geschieht, so wie es geschieht, ist doch für jeden Menschen offensichtlich, der schon wacher ist, dass die Politik völlig versagt. Ja. Dass eine Krankheit als Krankheit deklariert wird, die gar keine ist in dem Sinne. Dass sie mit einer Impfung kommen mussten, die gar nicht das ist, was sie uns verkaufen. All das sind doch Dinge, die wir sehen können. Ich habe letztens gesagt, jeder sollte mal in seinem eigenen Umfeld recherchieren und nicht darauf hören, was hat der gesagt von dem. Ja? Weil das ist schwer zu hinterfragen, ob es wirklich wahr ist oder nicht. Aber nur in seinem eigenen Umfeld. Und dann als Beispiel zu nehmen die Impfung. Ich behaupte nicht, dass die Impfung
gut oder schlecht ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß nur, dass ich selber ein konsequentes Nein dazu sage. Nur ich, ja. Schon jetzt, schon damals und auch jetzt. Ja? Ich weiß aber aus meinem eigenen Umfeld und aus meiner eigenen Erfahrung, dass in den Jahren zuvor, seitdem es Impfungen gibt, Menschen kontinuierlich nach einer Impfung sich schlecht fühlen. Und einige gar nichts merken anscheinend. Ich habe es letztens schon gesagt, ich bin geimpft worden einmal, weil ich es freiwillig zugelassen habe vor Jahrzehnten. Da habe ich mich überreden lassen, eine Grippeimpfung, und habe mich tagelang schlecht gefühlt danach. Mehr ist nicht passiert, aber ich habe mich schlecht gefühlt. Es sind auch jedes Jahr Millionen von Menschen erkrankt mit der Impfung. Trotz Impfung. Grippe in dem Fall, ja. Sie haben auch teilweise extreme Nebenwirkungen. Und es sind Menschen auch dran gestorben. Ohne und mit Impfung. Das heißt, diese ganze Impfgeschichte ist schon ewig schlecht. Die war noch nie gut. Nicht erst jetzt. Was jetzt da drin ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber wenn wir in unserem Umfeld uns hinterfragen würden und selber sehen, wie viele Menschen sind denn erkrankt nach der Impfung? Wie viele Menschen haben nach der Impfung ein Symptom gehabt, wo sie sich schlecht gefühlt haben? Und wie viele Menschen sind vielleicht sogar daran gestorben? Im eigenen Umfeld. Aber nicht nur jetzt, in den letzten 1,5 Jahren, sondern auch davor. Ja. Und wenn man das mal richtig hinterfragt, weil wir wurden doch nie von einem Medium informiert, wo wir Wahrheit hören. Wenn dir die Pharmaindustrie über die Medien verkauft, der Impfstoff ist super, den sie vor 4 Jahren beispielsweise hatten. Und danach hast du eine Statistik, wo es heißt, ja, dieses Jahr sind weniger gestorben an der Grippe XY. Und nächstes Jahr hörst du das und das. Woher weißt du denn das? Woher weißt du denn, dass diese Statistiken wahrheitsgemäß dir etwas mitteilen? Genau wie bei einer Wahl. Woher weißt du das? Wie kannst du dich mit Gewissheit darauf stützen? Ein Paul-Ehrlich-Institut, der Name Ehrlich, der soll dir suggerieren, was sie dir sagen, das stimmt. Es ist schon nachgewiesen, dass die sehr viel Humbug erzählt haben. Das RKI hat sich schon selber ein paar Mal korrigiert, aber heftig. Korrigiert ist freundlich. Widersprochen ist eigentlich klarer. So, also, diese Dinge zu hinterfragen, ist der entscheidende Punkt. Ich will nicht behaupten, dass das falsch ist, dass das richtig ist. Ich behaupte nur, es zu hinterfragen. Ja, danke, aber vielleicht noch ganz kurz, RKI und Paul-Ehrlich-Institut, die Zahlen, die sie herausgeben, da muss man sogar gar nicht so weit gehen und denen jetzt was Böses unterstellen oder böse Absicht, dass sie irgendwas Falsches machen. Es geht ja noch einen Schritt vorher, dass eben die Mehrheit der Fälle gar nicht gemeldet werden. Ja, Thomas, also da kannst, fängt ja schon, du, das ist ja du, dann du keine kannst, Verfälschung. Du kannst, bewusst, so weit, du kannst so weit in Details gehen, dass du dem vielleicht schützt, indem du sagst, ja, die sind nicht daran schuld, weil die haben schon da eine falsche Information. Nein, nein, ich meine damit nur, es sind so viele Fehlerquellen in der Geschichte. Das will ich ja gerade damit sagen. Ja. Du hast also so viele Optionen, wo du sagen kannst, da kann jemand, da kann jemand, da kann jemand. Die Frage ist immer, ist es bewusst oder ist es aus Versehen geschehen? Wenn du mich fragst, nach dem, was ich sehe, speziell jetzt in den letzten Jahren, ist es für mich keine Frage mehr. Na klar kann irgendwo mal was aus Versehen passieren. Aber in der Regel ist es gewollt. Dieses System ist genauso, wie die Politik organisiert ist. Da passiert nichts durch Zufall. Yeah. Warum ist eine Merkel jetzt aus der Schusslinie genommen? Sang- und klanglos. Danke, da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Richtig. Ja. Ja, wirklich, sang- und klanglos. Wunderbar formuliert. Und jetzt hast du, wie du es schon eingehend auf deine Art beschrieben hast, aus meiner Sicht ein Gruselkabinett. Offensichtlicher kann man doch Politiker nicht darstellen als kompetenzunfähig. Befreit, ja, ja. Vor allem auch, auch rein äußerlich, aber auch
im Vertreten ihrer Forderungen und ihrer politischen, kann man ja nur in Anführungszeichen setzen, Ideen oder Konzepte, noch mehr entkoppelt von dir und mir, wenn man das jetzt mal so bleibt, den Leuten, die im Alltag stehen und mit dieser Politik nichts zu tun haben, also auch rein äußerlich, wie sie sich davon distanzieren, ja, und auch uns erzählen, ja, wir wissen es auch nicht genau, aber wir wollen das und das und das wollen wir nicht als Energieträger oder wie auch immer, ja. Ja. Es ist, sie erzählen dir, wie Kinder, das will ich nicht. Und wenn du ein Kind fragst, na, was willst du als Alternative? Ist egal, das will ich nicht. Ich weiß nur, was ich nicht will. Ja, so. Ja. Mhm. Das ist ein kindliches Denken. Kinder, ja, kann man das nicht übel nehmen. Ja. Die sind noch nicht entwickelt, die müssen noch ihre Erfahrung machen. Aber unterm Strich, Thomas, für mich, in unseren Gesprächen kann ich immer nur wieder substanziell darauf hinweisen, wie irrsinnig und klar uns gezeigt wird, dass wir einen Film sehen. Das ist eine Show, die wir sehen. Und es gibt die Protagonisten, die selber nicht wissen, dass sie in dieser Show Protagonisten sind. Sie glauben an diese Dinge als Wahrheit, aber sind Figuren, Schauspieler, die hingestellt sind, ohne dass sie es wissen, dass sie Schauspieler sind. Und wenn wir selber uns dort gefangen nehmen lassen, geistig, dann sind wir auch Schauspieler in dem System, ohne zu wissen, dass wir Schauspieler sind. Wenn du aber weißt, dass du in dem System Schauspieler bist, wenn du weißt, dass die 70% Steuern, die du da zahlst, nicht korrekt sind, wenn du weißt, dass die Preise, die du auf das und das zahlst, nicht dementsprechend, wie es normalerweise wirtschaftlich korrekt wäre, ja, wenn du weißt, dass Benzinpreise künstlich angehoben werden, obwohl Öl in Unmengen vorhanden ist, wenn du weißt, dass diese Geschichten, die hier uns erklärt werden von wegen Blackout, dass das gar nicht nötig wäre. Ja. Wenn du weißt, dass du eine Impfung gar nicht brauchst, wenn du weißt, dass die im Gegensatz dazu sogar schädlich ist. So, jetzt könnte ich 1000 Sachen aufzählen. Wenn du das alles anfängst zu verstehen, dann bist du immer noch Schauspieler, aber bewusst. Und jetzt ist es an dir, ob du die Rolle weiterspielst und zu allem Ja und Amen sagst oder ob du irgendwann mal sagst, nee, hier steige ich aus. Diese Rolle will ich nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr euer Sklave sein. Ja? Ich will jetzt mein eigener Herr sein, die Souveränität meiner eigenen inneren Kraft wiederfinden. Und dann finde ich Alternativen. Aber natürlich weiß ich, dass wir uns als Mensch, als einzelner Mensch, nicht gegen ein ganzes System erfolgreich stellen können und sagen, so, ich jetzt, bin hier raus. Jetzt krempel ich das mal alles um. Ja. Aber mit dem Wissen habe ich schon mal ein gewisses Potenzial an Macht. Ja. Weil Wissen ist immer Macht. Und wenn du weißt, dass andere auch langsam über dieses Wissen verfügen und wenn du dieses Wissen auch bereitwillig weitergibst an die, die offen dafür sind, dann schaffst du doch eine Armee, ja, von Menschen, die letztlich irgendwann sagen, nein, nein, sagen sie zu dem System, ich bin nicht mehr euer Schauspieler. Ich bin jetzt souverän. Ich steige aus diesem Film aus. Und in der Zeit sind wir. Wir sind in der Zeit. Wir kriegen kosmische Hilfe, energetische Hilfe, wenn du so willst. Eindeutig, die unseren, in dieser Zeit. Die unseren Geist an beflügelt. Und wir kriegen die Hilfe durch die, die uns kontrollieren, unbewusst, obwohl sie es nicht wollen, indem sie uns immer mehr in ein Narrativ zeigen, führen wollen, ja, wo wir immer mehr merken, da stimmt was nicht. Das kann nicht funktionieren, ja, ja. Oder es kann nicht gut für uns sein. Ja. Ja, aber jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, mein lieber Mike, liebe Zuschauer. Ja. Als weiteren Teil der Energie, ja, Mike hat mir vor der Aufzeichnung hier jetzt ein Song und ein Video, dazugehöriges Video, also vorgespielt, was Mike selber komponiert hat und du auch die Gitarre spielst dazu, wenn ich das so sagen darf. Und ja, mach Gesang, ich auch. Ja, mach ich auch. Ein befreundeter Künstler, Sänger, sehr toll. Und ich bin auch kein, Mike hat mir auch vorher gesagt, du sag mal ganz ehrlich, bevor er es angespielt hat, du kannst ruhig sagen, nee, also Mike hat mir nicht böse, aber das ist gar nicht meins. Aber das kann ich nun wirklich nicht sagen und ohne, dass ich jetzt hier scheinheilig irgendwie ein
Ich finde den Song wirklich gut und ich spiele ihn gerne. Ich werde ihn auch in Direktübertragung spielen. Wir spielen ihn jetzt mal kurz an, schneide ich rein, dann wisst ihr schon mal. Und wir könnten ja auch, sind wir dann schon so weit, dass wir gleich den ganzen Song in der Beschreibung verlinken können? Ja, können wir machen, können wir machen. Ja. Wenn du mir erlaubst, wenn du fertig bist, kurz was noch zu sagen. Bitte, dann bist du noch dran, bevor man abspielt. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ich war schon so weit. Also, okay. Da geht es ganz kurz noch, da geht es auch nicht darum, dass man jetzt hier irgendwie den Superhit irgendwie produziert, der dann irgendwo weltweit irgendwelche Einnahmen der generiert. Geht weltweit. Der, auch Deutsch finde ich wirklich super. Ja, danke. Ja? Deutscher Text. Bitte. Also, anknüpfend daran, ich habe das gemacht aus Spaß an der Freude, am Musizieren selber. Und einige Zuschauer wissen wahrscheinlich, dass ich ja das als Beruf, ja, Produzent, Komponist, seit ewiger Zeit mache. Und ich war einfach inspiriert durch eine Idee und die habe ich versucht in dem Video umzusetzen und bin der Hoffnung, nee, Hoffnung ist das falsche Wort, habe ein Gefühl, dass man vielleicht den einen oder anderen damit erreicht, dass er ein Gefühl bekommt, sich tragen zu lassen von einer positiven Energie, die ich versucht habe, in den Song zu bringen. Ja, das ist ja auch gelungen, das muss ich wirklich sagen. Freut mich, wenn du das so siehst, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Und über Kommentare freue ich mich auch. Damit habe ich eigentlich alles gesagt, aus Spaß an der Freude. Dann ein eineinhalbminütiger Ausschnitt für euch des Videos. Ja, Mike, also ich hoffe, es hat den Leuten so gefallen wie mir auch. Ich muss auch dazu sagen, jetzt wo es die Leute schon mal angehört haben oder reinhören konnten, also ich bin deswegen auch so begeistert, weil es nicht irgendein, also weil es ein echtes Instrument ist. Ja, klar, das alles andere ist gesampelt, aber das ist eher Percussion und Bass ein bisschen, aber die Gitarre ist ja auch das tragende Moment aus, neben der Stimme von dem ganzen Song, wie ich das so sehe. Und liebe Leute, wenn er euch gefällt, dann verteilt ihn. Ja, er wird hoffentlich auch bei den üblichen Portalen überall erhältlich sein, hörbar sein. Also er ist in der Veröffentlichung jetzt drin. Mhm. Ja, und wie die Portale reagieren, wird sich zeigen. Da ich ja hier nicht mit dem super bekannten Künstler komme, der vielleicht schon verschrien ist als das und das, haben wir eine kleine Chance. Mhm. Ja, darum heißt das durchgeht, ja. Heißt das musikalische Projekt auch wir und ist nicht bezogen auf irgendeinen Künstler, sondern es ist wir. Das habe ich bewusst gewählt, weil ich damit uns meine als Allgemeinheit. Und zu dem, was du gesagt hast, musikalisch, natürlich, mir war wichtig, dass ich ein Gefühl rüberbringe der Natürlichkeit. Mhm, genau. Ich wollte kein
Protestsong machen, wo es jetzt wieder mit Pauken und Trompeten, sondern ich glaube, dass im Inhalt klar wird, worum es geht, auch durch die Bilder, die ich gewählt habe. Da sind ja einige Sachen bei, die werden bestimmt den einen oder anderen... Muss man sich vielleicht öfter anschauen, um alles mitzukriegen. Genau, ja. Also die Details da drin, die sagen schon viel aus zum Text. Und mir war wichtig, dass es ein Gefühl hat, dass es einfach eine Sache ist, wo man spürt, da ist ein Musiker, der bringt einen Song und samplet hier nicht einfach nur irgendwas dahin. Aber ich muss noch zum Schluss sagen, nein, das Kompliment will ich noch aussprechen. Es macht wirklich einen sehr professionellen Eindruck, ist aber jetzt nicht mit einer riesen Mannschaft entstanden, sondern eher bei dir in deinem Studio sozusagen. Und wirklich, da kann man eigentlich wirklich gar nichts sagen, dass man jetzt sagt, Moment mal, was ist denn das für eine Hinterhofgeschichte? Ja, da hat einer sich in der Küche irgendwie hingesetzt. Oh, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der das vielleicht so sieht. Das ist aber nicht so entscheidend, Thomas. Schau mal, für mich ist wichtig, dass da etwas gemacht wurde, das war's. Und jeder kann jetzt für sich entscheiden, gefällt es ihm, kann er damit was anfangen. Wenn er es kann, freut es mich. Auf der anderen Seite ist das auch so für mich, dass ich aus dem Projekt Wir eine kleine Vision habe. Das wird sich aber noch zeigen, ob das umsetzbar ist. Vielleicht traut sich ja der eine oder andere Künstler, und das biete ich jetzt hier an, ja, der vielleicht schon draußen den einen oder anderen Erfolg hatte und kommt auch raus mit seiner eigenen Interpretation eines Songs oder verbindet sich vielleicht sogar mit dem Projekt Wir und wir machen mal etwas mit Künstlern zusammen. All das kann nur, sagen wir mal, positiv wirken. Es hat keine Negativität, Menschen etwas zu geben und ein Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind, ja? Dass wir hier gemeinsam stehen. Merke ich immer wieder, wie wichtig es für die Leute ist. Und es ist auch ein schönes Zeichen, nicht nur du, Mike, oder du mit deinen Sängerkollegen, sondern auch, es gibt ja auch, es hat sich da auch was getan. Also jetzt rede ich nicht von Xavier Naidoo oder Nena, sondern auch bisher eher unbekannte Bands, Künstler, Sänger, die jetzt auch kein Problem haben, wie soll ich sagen, sich zu verbrennen, die jetzt keine Verträge mit irgendwelchen Mainstream- oder Plattenfirmen haben. Und du bist jetzt auch keiner, der jetzt Angst haben muss, irgendwie nicht mehr eingeladen zu werden. Ja. Ja, wobei der Song ist ja jetzt auch nicht eine offene Kampfansage. Das ist ja... Selbst wenn es so wäre, ich bin schon seit Jahrzehnten aus diesem Gefühl raus, da oder da sein zu müssen. Ja, das habe ich schon damals Ich weiß, abgelegt. Das ist nicht mehr wichtig, ist schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, es ist auch ein Zeichen, ich will es nur für die Zuschauer nochmal sagen, Leute, dass sich auch an vielen Stellen einfach was tut. Jeder so, wie er kann. Ich behaupte mal, ich kann ein bisschen was vor der Kamera mit Video und Direktübertragungen. Genau. Ja, oder hier unser Gespräch. Und jeder versucht halt auf seine Art und Weise da einen Beitrag zu leisten und auf verschiedenen Arten und Wegen die Leute zum Nachdenken, wenn es jetzt schon zumindest zum Nachdenken zu bringen oder zu sagen, naja, also so ganz falsch ist es nicht, was er da sagt oder singt oder wie auch immer. Schau mal, an der Stelle noch mal ganz kurz, weil wir über Musik jetzt sprechen, auch mal die Musikindustrie. Ja, die gehört auch zu diesem System. Genau, klar. Hast du mir schon lange gesagt, damals schon. Ja, darum sind auch die Künstler genauso gebunden, die schon einen Namen haben, wie auch Schauspieler gebunden sind und andere, Fußballer. Ja, also nochmal ein Hoch an Kimmich zum Beispiel, der sich da gut geoutet hat, aus meiner Sicht, im Positiven, als Fußballer oder als Mensch. Aber speziell in der Musikindustrie, wo ich mich wirklich gut auskenne, solche Geschichten wie Spotify zum Beispiel, ja, dieses Unternehmen hat dazu beigetragen, dass ein Künstler, der heute einen Tonträger veröffentlicht, im Prinzip gar nicht mehr damit leben kann. Ja. Also die Zeit, wo du über Tonträgerveröffentlichung großes Geld verdienen konntest, ist schon lange vorbei, spätestens seitdem Spotify da ist. Weil du musst so und so viel Spielungen haben, und wir sprechen von Millionen von Spielungen, dass da überhaupt ein nennenswerter Betrag übrig bleibt. Darum sind gerade auch die Künstler extrem auf die Plattenfirmen angewiesen, Vorschüsse zu bekommen, dass sie wenigstens ein wenig überleben können. Mhm.
Die wenigen Superstars, die es noch gibt, die weltweit verkaufen, haben Verträge, wo sie wirklich großes Geld bekommen für Merchandising, für Werbung, aber nicht mehr dafür, dass ihr Tonträger irgendwelche Einspielungen hat. Darf ich da noch was ergänzen? Kannst du gleich, ja, in den Zusammenhang, da gibt es große Namen, die schon selber gesagt haben, sie werden bei Spotify nichts mehr veröffentlichen. Mhm. Weil der Rücklauf gar keinen Sinn mehr macht, wenn die ein Album veröffentlichen. Und die Downloadportale, die sind praktisch dadurch so gut wie nichtig geworden. Weil die Menschen animiert wurden, für ein paar Euro im Monat, die sie an Spotify zahlen, endlos alle Musik zu hören. Ja, natürlich, wenn du das angeboten bekommst, warum sollst du es nicht machen? Ja, ja. Aber die Künstler verdienen daran nichts mehr. Darum sind sie so unter dem Druck. Und das ist aus meiner Sicht nicht von einem Erfinder alleine erdacht, sondern das gehört wieder zum System. Mhm. Mhm. Egal, ob du einen Zuckerberg nimmst, der bei Facebook vorgestellt wird als der Macher, der er definitiv nicht ist. So ist es auch bei diesen großen Unternehmen, die wirklich Macht haben. Da ist es nie der, von dem man uns erzählt, das ist der Kopf, das ist der Erfinder. Mhm. Es gehört zu dem System. Damit bringst du die Menschen in Abhängigkeit. Du willst also auch die Künstler in Abhängigkeit bringen, immer mehr in diesem System. Das ist von der Konstruktion kontinuierlich erweitert worden. Und damit meine ich nicht nur in der Musik, Künstler speziell in allen Bereichen. Ja, aber das wollte ich noch ergänzen. Bei der Musik ist es halt so offensichtlich auch, dass die Leute nichts mehr verdienen im Vergleich zu früher. Ja, also Vinyl und CD. Ja, ganz andere Zeiten. Ja, dass sie eigentlich nur noch richtig Geld verdienen können mit Tourneen. Mit Live-Auftritten? Das sind die, ja, Künstler zum Beispiel, die in so mittleren Range sind. Die können darüber Geld verdienen, ja, die, ja, können einen gewissen Erfolg haben. Und die darunter kannst du vergessen, weil die spielen dann mal in den oder den Nachtclub aber für ein paar davon Euro 50. Kannst du nicht davon wirklich kannst leben. Du nicht wirklich, ja, gut leben. Und die breite, große Masse, die es denn überhaupt noch in Anführungszeichen an Superstars gibt, ja, also von der Masse spreche ich jetzt im kleinen Bereich der Superstars, die arbeiten, wie gesagt, über diese Verträge, nicht mehr über den Verkauf von Tonträgern. Die haben natürlich auch in ihren Konzerten dann Einnahmen. Aber der Musiker, so wie er früher noch halbwegs vernünftig existieren konnte, gar nicht darum, jetzt der mega Reiche zu werden, einfach nur vernünftig existieren, das ist vorbei. Ja. Ja. In der Phase, in der wir jetzt sind. Das heißt also auch für mich wäre das ein Aufruf an die Künstler zu sagen, Moment, dieses System ist doch krank. Wir werden doch hier vorgeführt. Diese ganzen Musiksendungen wie Superstar und wie sie alle heißen, da kannst du sagen, da reißen sich die Menschen oder die Künstler drum, dort stattzufinden, weil sie da noch über die Fernsehverträge Geld verdienen können. Aber auch da werden sie letztlich immer zu Sklaven gemacht. Ja, und Knebelverträge und so weiter. Darum wirst du auch von den wenigsten etwas hören, dass sie sich gegen das System auflehnen, weil dann sind sie raus. Und dann ist da kein Geld mehr da für die. So ist das System aufgebaut. Ja. Finde ich eine schöne Schlussfolgerung oder den Bogen wieder zurück. Auch andere Künstler, Musik, Theater, Film, Schauspiel, was auch immer, weil das mit Unterschieden betrifft es ja irgendwie alle, die jetzt auch künstlerisch tätig sind, kreativ tätig sind, da auch mal drüber nachzudenken, was mit euch gemacht wird. Ja. Ja, oder genau, was das, ihr mit euch machen lasst. Das ist ja meine Anregung, genau, die ich gebe. Weil natürlich geht es mir nicht nur darum, jetzt hier einen Künstler anzuregen, aber es ist gut, wenn Künstler auch begreifen, was da los ist und mal Stellung beziehen und sich selber sagen, aus diesem Sklavensystem rauszukommen. Jeder Mensch sollte das tun. Aber in der Branche, in der ich zu Hause bin, biete ich das hierdurch auch an. Ja? Das ist einfach nur logisch, das gehört mit dazu. Mike, wir sind ja schon wieder am Ende. Ja. Wahnsinn. Aber ich merke auch irgendwie, also ich hoffe, liebe Zuschauer, ihr empfindet das genauso, dass wir auch jetzt, wie heute zum Beispiel, jetzt auch
mit dem Song und auch jetzt nur zum Schluss über wirklich Leute angesprochen, sozusagen, wenn man so will, jetzt die Künstler in dem Fall, dass wir halt unseren Beitrag liefern wollen und nicht nur hier tolle Weisheiten von uns geben wollen, sondern wirklich, was heißt, es ist jetzt nicht unser Anspruch, das weiß ich bei Mike auch, wir sind keine Missionare, aber es tut halt dann, auf der anderen Seite kann man nicht bestreiten, gut, wenn Mike hat mir wieder ein, zwei Kommentare, Screenshots geschickt, die auf seinem Kanal laufen, weil da schaue ich jetzt nicht so oft vorbei, gebe ich offen zu. Und das tut uns beiden gut. Ja? Also wir sind da schon auch im Austausch hier und wir machen das richtig, Mike, oder du machst das richtig, weil ich habe da so eine Phase, wo ich selektiv die negativen Kommentare in meiner Wahrnehmung drin war und die mich ein bisschen down gemacht haben. Ja? Und ich die ganze Masse an positiven, das ist wirklich... Genau. Wenn man sich das Verhältnis anschaut, ja, es ist ein Irrsinn, ja, dass man sich dann runterziehen lässt von ein paar Leuten, ein paar Kommentaren und die guten Sachen gar nicht sieht, ja, also nicht dann in dem Moment fühlt. Ja. Und verweisen möchte ich nochmal, haben wir in der Beschreibung drin auf das Buch Illusion, Spielzeug der Wahrheit von Mike, das steht in jeder Beschreibung von jedem Salongespräch. Und ist es noch die 28, die Folge 28? Ja, jetzt, die muss ich jetzt diese Woche nochmal drin lassen. Das hatte ich ja eigentlich nicht vor. Mhm. Aber zum Verständnis für die Zuschauer, dadurch, dass dieser Song jetzt von mir fertiggestellt wurde. Das macht man auch in einer Stunde. Nee, da hatte ich ein bisschen zu tun, auch mit dem Videoschnitt. Also bitte ich da um Verständnis. Aber in der nächsten Woche kommt dann die nächste Folge. Und weil du gerade erwähnt hattest, Kommentare, will ich mich auch nochmal herzlich bedanken, weil... Ich sehe gerade bei dem aktuellen, was noch läuft, das Salongespräch, sehr viel, sagen wir mal, Reflexion. Mhm. Ja? Also eine gute Reflexion im Sinne von, dass da doch der Prozentsatz ziemlich hoch ist an Kommentaren. Und ich bedanke mich dafür, dass das überhaupt stattfindet. Für die Positiven bedanke ich mich selbstverständlich auch. Auch für die Negativen insoweit, dass sie überhaupt stattfinden, dass eine Kommunikation stattfindet. Nur bei Dingen, die unter die Gürtellinie gehen, das passiert ganz selten. Der wird dann auch mal rausgenommen, weil das passt nicht. Mhm. Aber jeder ist hier freigestellt, seine Meinung zu sagen, ganz klar. Ja, das mehr ist da jetzt nicht mehr zu sagen. Mike, ich danke dir sehr. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Also, dank an dich und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus, ihr Lieben. Ciao.